Hi Leute, ich habe hier was mitgebracht und zwar den Philips S9000, den Wet & Dry Elektrorasierer. Den packen wir heute aus und testen das Ganze auch mal. Und wir werden auch das Ganze mal mit dem Braun S9 vergleichen, welche von beiden besser sind oder ob sie gleich sind. Wir schauen uns das mal direkt an. Bis gleich und wir sehen uns jetzt beim Unboxing. Jetzt haben wir hier das gute Stück und wir holen das gleich mal aus der Verpackung und schauen uns das Teil genau an. Was ich euch noch dazu sagen kann, ist, es ist ein Wet & Dry Rasierer, also nass trocken, auch mit Rasierschaum, 50 Minuten Rasierzeit und 1 Stunde Aufladezeit. Das Teil hat den V-Drag, dadurch kann er auch längere Haare rasieren. Ich werde das natürlich gleich an mir austesten, ob das auch wirklich so stimmt. Meine Barthaare sind mittlerweile schon etwas länger und mal schauen, wie das Teil dabei abschneidet. Dann holen wir das Teil mal aus seiner Verpackung. Alles schön und sicher verpackt. Hier haben wir gleich eine Bedienungsanleitung. Das Teil hat natürlich eine Reinigungsstation. Da schauen wir uns auch an, wie das funktioniert. Sollte genauso funktionieren wie beim S9 von Braun. Hier sehen wir auch den Inhalt. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Jetzt haben wir hier so ein paar Päckchen drin. Schauen wir mal, was das alles ist. Hier haben wir die Reinigungskartusche für die Reinigungsstation. Schauen wir dann, wie wir die reinmachen. Sollte auch ganz easy gehen. So, was haben wir hier dabei? Hier haben wir ein Etui. Schauen wir gleich mal, was da drin ist. Hier haben wir noch einen kleinen Karton. Da ist ein Scherkopf für, um Haare zu trimmen. Um längere Haare vor allem zu trimmen. Das kann man einfach auf den Rasierer aufsetzen. Das schauen wir uns auch mal an. Dann ist hier das Netzteil. Und dann haben wir hier die Reinigungsstation. Die packen wir als erstes mal aus. Wir machen die Reinigungsstation auch mal an. Ich möchte mal sehen, ob sich das von der Lautstärke unterscheidet von der Reinigungsstation vom Braun S9 Rasierer. Da ist die Reinigungsstation ganz schön laut. Aber ich denke mal, wir schauen einfach mal. So, hier haben wir auch schon die Reinigungsstation. Sieht ganz easy aus. Hier hinten kommt der Stromanschluss dran. Dann macht man das hier auf. Da können wir auch die Kartusche schon reinstecken. Machen wir gleich mal. So, die Kartusche kommt dann so rein. Dann kommt das wieder runter. Und dann können wir uns auch mal das Hauptteil anschauen, nämlich den Rasierer selbst. Den haben wir hier in dem coolen Etui. Ja, da ist er. Hier haben wir diesen beweglichen Kopf dran. Der lässt sich in alle Richtungen bewegen und diese Scherteile, diese Scherköpfe hier oben, bewegen sich auch in alle Richtungen. Das ist wunderbar. Das Teil ist auch sehr leicht. Ist ein bisschen kleiner und leichter als der Braun S9 Rasierer, wenn wir mal vergleichen. Hier der Braun S9, hier der Philips S9000. Von der Höhe her auch ein bisschen kürzer von der Länge. Wiegt weniger. Ich werde mich damit gleich mal rasieren und dann werden wir auch mal vergleichen den S9 mit dem Philips S9000. Und er ist auch sehr, sehr
leise. Ich hätte gedacht, dass das viel lauter ist. Der Akku muss aufgeladen werden, das werde ich jetzt erstmal machen. Gucken wir mal, ob er in die Reinigungsstation muss. Man kann jetzt sogar mit dem Plus und Minus hier die Rasiergeschwindigkeit einstellen, mit denen sich die Scherköpfe drehen. Und wird doch nicht viel lauter, also der S9. Wenn wir den jetzt mal vergleichen. Viel, viel lauter. So, dann werden wir den mal in die Reinigungsstation tun und schauen, ob das schon funktioniert mit Reinigen, dass wir mal die Lautstärke vergleichen können und die Länge, wie lange es dauert mit dem Reinigungsprozess. Dann schließen wir erstmal das Netzteil an. Ich zeige euch das noch mit dem Scherkopf. Den kann man nämlich einfach abnehmen und dann kann man nämlich den Trimmer hier einfach aufsetzen und dann kann man den Bart trimmen, so wie man es möchte. Den kann man dann wieder einfach abmachen und dann kommt der Scherkopf wieder drauf, einfach wieder draufstecken und fest sitzt er. So, und dann tun wir den mal die Reinigungsstation. Mal sehen, wie rum der hier muss. Kommt hier einfach so rum drauf. Ja, da schließen wir mal das Netzteil an. Dann macht man das hier runter. Zack. Jetzt können wir das Ganze auch starten. Es reinigt gerade schon. Es ist verdammt leise. Wirklich erstaunlich, wie leise das ist, wenn das im Reinigungsvorgang ist. Die Reinigungsstation vom Braun S9 ist viel lauter. Und es reinigt auch in einigen Durchgängen, also es macht mehrere Durchgänge. Dann wären natürlich auch die Scherköpfe gestartet, wenn das mit der Flüssigkeit durchgespült würde. Da drehen sich die Scherköpfe und dann wird das nochmal besser gereinigt. Jetzt ist er noch mal ein bisschen lauter geworden. Jetzt hat er die Scherköpfe die ganze Zeit gedreht, damit das richtig durchgereinigt wird mit der Flüssigkeit. Das reinigt jetzt auch 10 Minuten lang. Es gibt hier natürlich auch den Smart Clean Gang. Da reinigt es nur ein paar Minuten und den ganz lang, da reinigt er sogar bis 4 Stunden lang. Reinigt er das Teil richtig durch, damit jedes Barthaar und jede Verschmutzung wieder raus ist aus den Scherköpfen. Der Akku muss jetzt noch aufladen. In der Zeit werden wir mal den Braun S9 mal die Reinigungsstation anschließen und dann werde ich euch mal zeigen, dass das bei dem S9, bei der S9 Reinigungsstation viel, viel lauter ist. Hier haben wir jetzt die Reinigungsstation vom Braun S9 Rasierer. Jetzt zeige ich euch mal den Vergleich. Ihr habt gehört, wie sich die Reinigungsstation vom Philips Rasierer anhört, von der Lautstärke. Jetzt vergleichen wir das mal mit ihm. So, jetzt habt ihr mal den Vergleich gehabt zwischen den beiden Reinigungsstationen. Die haben wirklich einen Lautstärkeunterschied. Der Braun S9 Rasierer, der hat hier auch nur einen Knopf zum Auswählen und dann macht er seinen Reinigungsdurchgang automatisch und lüftet noch zum Schluss. Der hat wahrscheinlich nicht so eine Lüftung drin, aber 3 Modis zum Reinigen. Einmal einen Schnelldurchgang, den normalen Durchgang, der geht 10 Minuten und der lange Durchgang geht bis zu 4 Stunden. Der Akku vom Philips Rasierer lädt jetzt auf. Dann machen wir jetzt direkt einen Praxistest mit dem Philips S9000 Rasierer. So, ich beginne hier am Hals. Da hat der S9 von Braun immer so ein bisschen Probleme, das wegzubekommen. Dann schauen wir mal, wie das der Philips hinbekommt. Man soll ja nicht
im Strich rasieren, hoch, runter, seitlich, sondern immer so ein bisschen kreisen. Das testen wir mal. Ist natürlich auch ein Härtefall. Ich habe hier einen 7-Tage-Bart. Ist natürlich ein bisschen schwieriger für das Gerät. Also so 3-Tage-Bart wäre optimal. Das wäre das längste. Bei dem braunen Rasierer, der schafft auch 7-Tage-Bart, aber nur sehr schwer. Also bei dem 7-Tage-Bart hier hat er ziemlich viel wegbekommen. Da muss man natürlich noch ein bisschen länger rasieren, dass er alles wegbekommt. Aber für einen 7-Tage-Bart mit einem Elektrorasierer ist das schon sehr gut. Da muss ich noch ein bisschen weiter rasieren. Oder halt mit einem normalen Nassrasierer machen. Wir machen das mal auf der anderen Seite mit dem braunen Rasierer. Da werdet ihr den Unterschied von der Rasierleistung. Also der braune Rasierer hat das jetzt ein bisschen schneller hier wegbekommen und auch viel mehr Haare entfernt. Steht nur noch wenig da. Das muss man natürlich ausprobieren, welchen Rasierer man bevorzugt. Wie gesagt, das ist jetzt ein Härtefall mit einem 7-Tage-Bart. Eigentlich muss man alle Tage rasieren, damit man den Rasierer nicht so überfordert. Ansonsten halt mit einem normalen Klingenrasierer. Ich bin jetzt mit dem Philips-Rasierer noch ein paar Mal hier drüber gegangen. Und er hat es sehr gut wegbekommen, die Haare. Also wenn man wirklich, man muss sich Zeit nehmen. Man kann nicht so schnell rasieren wie mit einem Klingenrasierer. Und dann ein paar Mal drüber gehen, dann erwischt er auch alle Haare. Das, was wir jetzt machen werden, ist, ich werde auf der Seite nass rasieren mit dem Philips, also mit Rasierschaum. Und hier auf der Seite mit dem braunen Rasierer. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie der Philips beim Nassrasieren abschneidet. Ich hoffe mal sehr gut. Also das ging jetzt tatsächlich sehr gut und sehr schnell mit dem Philips Rasierer. Ist auch schön glatt. Er hat auch alles erwischt. Machen wir das mal auf der anderen Seite mit dem braunen Rasierer. So, mal schauen, wie das hier klappt mit Rasierschaum. Also der braune Rasierer hat bei meinen Barthaaren immer ein bisschen Probleme. Es geht zwar schnell, aber es bleibt vieles stehen, so ein paar kleine Haare. Es liegt einfach daran, meine Barthaare sind wirklich sehr zäh und sehr robust. Und da muss man echt schauen, dass man den richtigen Rasierer findet, wenn man sich nicht mit Rasierklinge rasieren möchte, sondern mit Elektrorasierer. Da war der Philips ein bisschen sorgfältiger und hat wirklich alles entfernt. Das testen wir mal, wie er an der Oberlippe den Bart entfernt, und zwar mit dem Philips wieder. Also Fazit, es geht mit beiden Rasierern eigentlich gut. Der eine braucht ein bisschen länger, bis alle Barthaare weg sind und lässt immer ein bisschen was stehen. Und der Philips Rasierer, der rasiert viel gründlicher und man kann auch schön kreisen. Der mit dem braunen Rasierer müsste man eigentlich auch immer so kreisen, damit er alle Barthaare erwischt. Aber eigentlich sind es beides sehr gute Nass-Trocken-Rasierer, muss jeder selbst wissen. Einfach mal ausprobieren, die Geräte. Ihr habt ja gesehen, der Braun lässt immer mal so ein bisschen was stehen, hier so einzelne Haare.
Da muss man mehrmals drüber gehen, dass das weggeht. Da können wir jetzt auch gleich mal den Scherkopf ausprobieren. Und zwar den Trimmerkopf. Das Teil nämlich. Und können mal ein bisschen schauen. Dann kann ich hier auch mal so ein bisschen Haare wegmachen. Also das mit dem Haartrimmer hier, das funktioniert natürlich auch einwandfrei. Kann man den Bart trimmen oder halt die Haare hier wegrasieren. Funktioniert einwandfrei. Ich bin eigentlich voll zufrieden mit diesen Philips Rasierer. Ihr habt ja das Fazit gesehen, was beide Rasierer können. Und da könnt ihr euch selbst entscheiden, falls ihr euch für solche elektrischen Nass-Trocken-Rasierer interessiert. Das, was ich jetzt noch machen werde, ich benutze immer so ein Nivea Aftershave Balsam, weil ich habe ganz ziemlich empfindliche Haut. Es wird auch schnell rot beim Rasieren. Und wenn ich jetzt Rasierwasser drauf mache, das brennt wie Hölle und wird auch alles rot und dann bekomme ich auch immer so trockene Stellen. Deswegen benutze ich das immer. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen guten Tipp geben. Falls ihr nach einem elektrischen Nass-Trocken-Rasierer sucht. Ich habe diese zwei Varianten ausprobiert, den Braun S9 und den Philips S9000. Ich bin eigentlich mit beiden relativ zufrieden. Muss man selbst entscheiden, je nachdem, was für Bart man hat, wie lange man die Barthaare wachsen lässt. Ich denke mal, 7 Tage Bart ist sehr schwer zu rasieren für so einen elektrischen. Dann sollte man vielleicht alle 3 Tage machen. Ansonsten würde ich mich über ein Like von euch freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, das würde ich sehr super finden von euch. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.